So, und herzlich willkommen zurück zu den Tales of Berseria. Beim letzten Mal habe ich die ersten zwei Folgen fürs Let's Play wieder aufgenommen. Und anscheinend habt ihr das letzte Mal gesehen, wie ich versucht habe, dieses Schiff hier zu kapern. Denke ich mal. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Schon wieder zwei Wochen her, dass ich von diesem Standpunkt aus aufgenommen habe. Ne, übrigens Grüße an den Vergangenheits-Arty, der es zur Folge jetzt neu aufgenommen hat. Jetzt, wo die ersten zwei Folgen auch wirklich ansehnlich aussehen. Und ich hoffe mal, dass ab jetzt auch, was das angeht, so lag-technisch, es keine Probleme mehr geben wird. Das wäre wirklich ganz wunderbar. So, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ne, hier waren wir schon, definitiv. Wo ist denn hier diese Gebietskarte? Es muss doch eine Gebietskarte geben. Habe ich die hier im Menü? Kochen, das habe ich ja so oft schon gemacht. Nee, Gebietskarte, wo könnte die sein? Verlies verlassen? Nee. B, N, C, X. Oh, C ist Kamera gerade stellen. Das hätte ich vielleicht noch öfter brauchen. Was war das? G. Ah. Überfall auf Vortigern. Öffne die Tür und begib zur Spitze des Tores. Okay. Darf ich vielleicht auch. Achso, ich muss natürlich. Das ist so doof, die Taste, die ich benutzen muss, um zu scrollen. Wer hat sich das ausgedacht, wenn man doch Tastatur und Maus mit unterstützen wollte? Ich kann nicht einfach mit der Maus graben oder so und dann durch die Gegend ziehen. Nein, ich muss dafür die vorgesehenen Tasten benutzen. J, I, K, L. Das ist sogar invertiert? Alter. Ah, wer hat sich das ausgedacht? Okay. Okay, das Schöne ist, dass wir schon überall waren, eigentlich nur zum Ziel müssen. Wunderbar. Okay, tun wir das. Level grinden oder so, das spare ich mir jetzt einfach mal. Sehe ich jetzt keinen Grund, das extra zu machen. So, hier tut immer K.O. da. Und diese ominöse Tür, die wir nicht aufbrechen konnten. Nee, ich will doch nur speichern. Dankeschön. So, mach auf jetzt hier. All right, it's open. What was that? It's the Von Eltia telling us they're approaching. Hurry! All right. We'll pop the gate open for her. Quickly. All right. Quickly. Was willst du denn auf einmal? Gut, machen wir das Tor eben auf. Quickly. Unbedeutende Mistviecher. Na, lass mich in Ruhe. Oh ja, ich darf wieder Seen sammeln. Das habe ich schon fast vermisst. Damit ich die Katzengeister damit füttern kann. So. Und welches ominöses Gewächs. Oh, ich darf die Kamera nicht durch die Gegend werfen. Das leckt uns wieder nur sinnlos. Das wäre nicht gut. Ganz und gar nicht gut. So, sind das nur Seele? Wunderbar. Kann ich nicht irgendwie die Scrollgeschwindigkeit, hoppala, die Scrollgeschwindigkeit meiner Kamera drastisch reduzieren? Das wäre so geil. Kamera X-Achse normal. Nee, nicht invertieren. Gibt es hier kein extra Steuerungsmenü? Doch, hier. Ja, Menüverknüpfungen sind mir relativ buggy. Nee, muss ich jetzt wirklich. Ja, okay. Allgemein nach vorne. Das bringt überhaupt nichts. Ich brauche irgendeinen Slider, um. Halt. Ja. Sinnlos. Ja, okay. Die Kamera bleibt wohl anscheinend so empfindlich. Kann ich mich auch mit Dings umsehen? Nee. Mit Pfeiltasten um, darf ich mich nicht. Das heißt, ich habe jetzt WASD, JKL, die Pfeiltasten und die Maus, die Steuerungselemente alle benutzen muss. Das ist schon. Ich könnte die Maus theoretisch weglassen, wenn ich JKL benutzen würde, aber. Das wäre auch geht. Okay, was haben wir hier? Erstmal sehen. Sehen immer stabil. So, this opens the gate. One side, yes. The gate has two giant doors side by side.
with matching levers to open each. Makes sense. Ich nehme Velvet mal wieder ihre Brille ab. Das war jetzt ganz nett. Oh, Piratenaugenklappe. Ah, hier. Das nehme ich. Alright, let's find the other device. Okay. Gucken, ob jetzt noch irgendein Bosskampf mit dem Exorzisten erwartet. Ein Bosskampf, mit dem ich nur stumpf drauf habe, weil ich nicht weiß, was ich genau machen soll. Oh. Der Hexenboy war schnell. Oh Gott, was habe ich aber bekommen, was das rennt? Ich weiß es nicht. Ich mach einfach mal. Oh, Seele bekommen, wunderbar. Was war nochmal Spezialfähigkeit F? Oh, ich hab grad geswitcht. Lol. Ich weiß gar nicht, was Life Set macht. Geil. Nee, Spezialfähigkeit. Ah. Geht doch, ja. Your style is really unique. Just wait until I pull out the good stuff. Wanderer für den Curse Boy. Wer ist nochmal? Eisen, genau. Malak Nummer 2 ist auch Baba-Name. Kann ich jedem nur empfehlen, so zu heißen. So, hier. So, auf die Bude. Jetzt kommt das Schiff hier rein und macht gleich mächtig Action. Und was ist hier draußen? Oh, Katzenkiste. Die wird bestimmt was Stabiles geben. 35 nur. Eine Katz. Wunderbar. Was gibt's? Gab's jetzt einfach nichts? Oder habe ich jetzt wieder so ein Moor-Ding bekommen? Nee, habe ich nicht. Gefangenenkleidung auch wird. Die Gefangenenkleidung ist eigentlich auch nur mehr oder weniger ihre zerlumpten Sachen. So, wie muss sein. Neuer Titel, Menüexpertin. Geil, die gab es dafür, dass man irgendwie eine gewisse Zeit im Menü chillt. Den könnte ich eigentlich gut AFK farmen. Wenn ich denn so wollte. Let you do that. This is my This is my fortress. Okay. Nein, da wird der Kompass schon wieder gejietet. Er lässt den Kompass zum zweiten Mal fallen. God damn it. Ja, Alter, deine Festung. Kampftutorial, was gibt's denn? Wir brauchen von 3 Stufen der Stoßanzeige, entfesselt ein ultimatives Art und gewährt eine Seele. Ein Gegner mit einer mystischen Art zu besiegen erhöht auch die Beuterate. Von 3 Stufen der Stoßanzeige. Wie genau verbrauche ich die? Benutze C während einer Combo, um eine mystische Art zu aktivieren. Geht klar. Was? Meine Seelen sind instant leer, wenn ich sie angreife. Einmal lernen können mystische Arts eingesetzt werden, um Gegner zu zerstören, indem sie C in einer Kombo mit 3 oder mehr SA gedrückt ist. Diese Arts ignorieren das Combo-Limit. Du kannst mit also Kombos verlängern, sobald das Wachstum erreicht ist. Außerdem erhältst du bei der Verwendung eine Seele.
Ein Gegner in einer mystischen Art zu besiegen wird Ausrüstungsbeute raten ungemein. Okay. Und jetzt bin ich wieder bei null. Achso, nur Velvet hat die jetzt. Sinnlos. Oh, Velvet war gerade dabei, ihren Spezialangriff einzusetzen. Auch gut. So, wie genau kommen jetzt die Punkte wieder voll? Oh. Oh. Nein. Ich schütze dich einfach nur sinnlos ewig. Okay, die kommen noch gar nichts. Wir auch nicht. Vielleicht welche von hinten angreife. Nicht wirklich. Bruh. Das ist nicht gut. Oh, ich bin gestunt. Wunderbar. Fehlt mir direkt meine Seele. Alter. Hinterhalt. Was zum Teufel? Ich habe einfach keine Seelen, um ordentlich zu kämpfen. Aber gut, ich bekomme trotzdem runter. So nach und nach. Ich glaube, jetzt nicht ewig Schaden kassiere, ist alles in Ordnung. Also wenn wir irgendwas casten, aber irgendwie hindert das vielleicht Luffy Set. Alter. Ich glaube, die Audio ist auch ein bisschen sehr laut im Kampf. Komm schon. Geht doch. Der hat sich ja nur geschützt die ganze Zeit. Und diese mystische Art konnte ich auch nicht mehr einsetzen. Wie bekomme ich diese Punkte wieder nach oben? The docks are swarming with demons. The Von Eltia will be overrun. Rats, we don't have long. Aizen, can you signal for them to go through without stopping? That'd keep them safe. But what about us? We'll jump down onto it as it goes past. Huh? Is there another option? Aizen, give some kind of sign. There's no need. The Von Eltia will sail through. Without an order? It was part of my plan. Welcome to the Eifried Way. Eifried, den Namen habe ich doch schon mal gehört. It's coming at full speed. Let's get a move on then. Nein, der Kompass. Nimm ihn mit, wir brauchen ihn. This really work? Do you want the Reaper's reassurance? Wait, what are you? God damn it. Ah!
Natürlich muss die Szene kommen. Wo er fällt. Don't scare me like that. I'm sorry. Yes! Nailed it! You're lucky Mommy lives around. Let's go. Hey, was für ein Happy End. Das könnten euch jetzt hier einfach die Credits rollen. Kater 3, Wasserhammer. Ja. Bernsteinklinge, Angriff, immer gut. Durch Aufführen dieser anzählenden Charaktere ihr verstecktes Potenzial freischalten und mystische Art ausführen. Ein Charakter, der eine mystische Art gelernt hat, kann sich drücken von C bei 3 oder mehr SA. Wert einer Kombo ausführen. Das Ausführen von Seelenbrechern ist die beste Methode zur Wiederherstellung der SA. Ja, aber wie fülle ich die denn? Art verdient bei wiederholten Gebrauch Sterne. Die Anzahl von Sternen beim Art beeinflusst die Effizienz von Titelfertigkeiten. Ah, okay, ich bekomme mehr Seelen, wenn ich mehr Sterne habe. Auch interessant. Aber wie ich Dinge auffülle, das wollte man mir jetzt noch nicht sagen. Hey, endlich ein stabiles Schiff. Wo ist der Rest der Crew? Nicely done. You're not going to thank your savior for her crafty cannonballing? Are you nuts? I told you to stay away from the cannons, not bang on them. But it was fun. And everything worked out, right? I'm sorry. If it's that important to you, keep it safe. You wouldn't want to lose it again. Give it. I need to set a course. Fine. You read it for me then. Yeah. But listen, kid. Give me one false reading and you're shark bait. Better work hard. What's Luffy said? It's a name. Your name. Oh, das kann sie nicht machen. My name? Das kann sie doch nicht Luffy machen. Said. It's a fine name. Well, it's no Mogilu. We're through the channel. Give us a course, Luffy said. Aye, aye, sir. We're headed straight for Logres. Logres, das ist da, wo Arthur wartet. Jetzt, wo dein verdammter Heiliger ist. Oh, nette Stadt. Gut, dass wir gerade Piratenreihen fahren und es ist kein interessiert. This is refreshing, sailing into port like normal people. Well done, boy. The sharks are gonna go hungry tonight. Yes, I'm glad. This won't be a problem, docking a pirate ship here. Yeah. So, how were the northern seas, Aizen? Ah, so ist das. Helaviz and Vortigern are in ruins. Trade with Northgand will likely be disrupted for quite some time. Well, I like the sound of that. I'll have to act quickly. Any word of the captain? Aye. It's an old rumor. But they say Captain Ifrid was sent to Titania. The island prison overseen by the exorcists, huh? We'll have to look into that. I registered your vessel as one of our merchantmen, same as always. But even so, stay on guard. There's a grand ceremony being held in Logres. Lots of watchful eyes about. I see. So they exchange information for mooring. Information? For mooring?
Having the latest news gives merchants a chance to make favorable trades. So it's worth protecting a pirate. I bet Aizen and his crew have connections like this in nearly every port. Not even the Abbey's iron decrees can withstand the force known as human greed. I see. Don't bother going to Titania. You won't find Ifrid there. And how do you know that? Because I escaped from there. And before I did, I heard something from the prisoners. They said Ifrid was the only prisoner to ever get out alive, and that he was taken by an old exorcist named Melchior. Lord Melchior is an elder legate at the Abbey. He should always be present at the headquarters. Don't call him Lord. Von Eifried's our captain. It's starting to look like his disappearance has connections with the highest levels of the Abbey. Their headquarters should be in the capital, right? Yes, at the Royal Villa in Logres. I've never been there, though. And Velvet, your business is with a man in the capital, right? Looks like we're all headed to the same place. I won't apologize for involving you. Usually I'm the one who says that. Klasse. Oh, Junge. Sechsenhafen. Sechsenhafen. Ganz genau. Ich werde dafür sorgen, dass jemand Elch hier startklar ist. Nice. Oh Gott, hoffentlich kann die Aufnahme. By the way, there's the little matter of your ship. My men brought her through the gate as well. We're going to use her as a scouting vessel. Do what you want. We stole it in the first place. A scouting vessel? I've assigned Benwick to her. He'll give you the details. Okay, wow, Kamera. Muss so aufpassen, dass ich mit der Kamera nicht ausraste. So, einmal speichern bitte. Es scheinen hier relativ viel machen zu können. Na ihr. Wollt ihr auch wegen der Zeremonie in die Hauptstadt? Falls ja, solltet ihr die Danann-Fernstraße Richtung Süden nach Logres nehmen. Sie haben den Weg nach Norden aber ohnehin gesperrt. Deshalb glaube ich nicht, dass ihr euch verlaufen könnt. Okay, von hier aus geht's also zu Land weiter. Crabs are amazing, right? Oh yeah! They're delicious, boiled or grilled. Even their innards are yummy. And five sets of legs, that's so many! That's all true. But what really makes them amazing is their miraculous ability to regenerate. They can detach their own legs when a predator attacks, which lets them get away. It's called autotomy. And then, not long after they detach their leg, a new one grows from the stump. Really? So you're saying we need to catch lots of crabs, then scare them so they detach their own legs? That's exactly what I'm saying, bro. We can harvest as much as we like. No one's thought of this before. We're geniuses. Huh. I never knew that. I thought only lizards could regrow a lost body part, and only their tails. Lizards? Do you think Dial's tail can grow back? If it does, we can make a killing by selling Dial tails. Would they be tasty? No idea. Ugh. No way. Die schmeckt doch eh nichts mehr, Velvet, von daher. Ist doch ganz egal. So, ich werde jetzt nochmal kurz hier ein bisschen Kamera ausrasten lassen. Um zu gucken, wie es auf die Ausnahme auswirkt und ob ich hier ganz normal laufen kann. So, mal ein bisschen schneller rumschwenke vielleicht. So. Ich denke, das soll es tun. So, dann würde ich auch sagen, dass ich jetzt die Folge ganz genau hier beende. Und dass wir uns dann zum nächsten Part wiedersehen, wenn wir Sechsenhafen ein bisschen erkunden. Also. Bis zum nächsten Part und bis dahin.